Hey. Ich denke, das ist alles. So, dann sagen wir den zweimal endlich, dass das alles cool ist. Ich sah nur das Pausemenü, komisch. Ja, normalerweise, ich weiß nicht, wie es ist. Also du hast ja den Button hier im Streaming, dass du Werbung schalten kannst. Dann steht halt dran, 3 Minuten Werbeblock schalten, da klickst du drauf. Warum das jetzt bei wem ausgespielt wird oder warum mal nicht, darauf habe ich ja keinen Einfluss. Ist halt manchmal komisch. Immer noch hier im Lager. Ja. Wie ist es mit Dodger gelaufen? Gut. Er lässt dich jetzt wegen des Mehls in Frieden. Wow, wie hast du das denn geschafft? Ich habe eine Wette für ihn gewonnen. Eine komische Wette. Aber nun stehen wir in deiner Schuld. Und die können wir niemals begleichen. Dann begleiche sie, indem du dich bei Anna entschuldigst. Ja, natürlich. Oh, was habe ich nur getan? Ich mache es sofort. Vielleicht ist die Freundschaft noch zu retten. Ich war so ein Idiot. Das ist alles meine Schuld. Bleib in Zukunft einfach sauber. Für dich selbst, aber vor allem für deine Mutter. Das war knapp. Ach, Benny. Und Mehl habt ihr mir auch geschenkt. Damien. Die ultimative Waffe. Nee, Moment, was mache ich als erstes? Gute Nacht und viel Glück. Benny ist ja einfach ein Lappen. Ja, irgendwie habe ich einen. Also entweder haben sie einen Fehler reingepatcht mit dem Sinn. Weil er nicht mehr. Ich kann den nicht mehr so oft aktivieren wie vorher. Es hakt manchmal. Zum Beispiel jetzt kann ich die ganze Zeit Q drücken und es passiert halt nichts. Plötzlich war es Nacht. Hallo? Ich habe gehört, ihr habt Arbeit. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Warum fragst du? Weil wir hier keine Gruppenführungen anbieten. Nicht Persönliches. Wir sind eben einfach, naja, vorsichtige Leute. Ich frage also nochmal. Bist du allein? Ja, nur ich und meine Handpuppe. Ja, ich bin allein. Besser so. Jetzt komm rein und geh nach unten. Sie erklären dir alles. Hast du Interesse oder nicht?
Ich bin Aiden. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach ja. Also, du bist neu hier? Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay, dann lass uns über den Job reden. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazaar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut, sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was redest du da? Was willst du von mir? Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrecken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Ach, scheiße. Jungs. Wir haben für Weiz gearbeitet. Hätte ja auch sein können, dass die nicht mich umbringen wollen. Können wir bestimmt auch die Nebentür hier aufmachen, weil da war auch eine Kiste drin. Hilfe. Was war das denn? Mich loswerden. Was? Nein, ich schwöre es. Ich würde niemals. Ich habe nur als Späher fungiert. Das ist mein Job. Wer sind diese Leute? Und warum suchen sie nach mir? Keine Ahnung, Aiden. Glaub mir. Bitte. Sie haben mir nur aufgetragen, ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein, ich meine... Ach Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Ich weiß nichts, ich schwör's. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst. Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden, hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder.
Dein Bruder. Rede, schnell. Sie haben ihn mitgenommen und gedroht, ihn umzulegen, wenn ich nicht tue, was Sie sagen. Ich dachte mir, wenn ich mitspiele, lassen Sie ihn irgendwann laufen. Die benutzen mich und ich bin es leid. Ich will einfach nur meinen Bruder zurück. Hilfst du mir, ihn zu finden? Du hast mich zur Schlachtbank geschickt. Und jetzt soll ich das vergessen und dir helfen, deinen Bruder zu finden? Du bist sauer, schon klar. Aber sieh es mal so. Er hat vielleicht erfahren, warum sie nach dir suchen. Wäre das nicht ein guter Grund, ihn zu finden? Na gut. Dann bete mal, dass er etwas weiß. Ich war schon dort und habe alles abgesucht. Keine Spur von Cliff. Ach, so wäre ich zum Banditenlager gekommen. Echt jetzt? Ach, scheiße. Verdammt. Du glaubst doch nicht, dass sie... Er ist doch nicht tot, oder? Nun zieh mal keine voreiligen Schlüsse. Aber wo halten sie ihn wohl gefangen? Verdammt, das ist alles meine Schuld. Ich bin so ein Idiot. Die Leute, die du hergeschickt hast, die gehen auf deine Kappe. Bei deinem Bruder bin ich mir nicht so sicher. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wir waren im östlichen Quarry End bei der Teufelsbrücke, als sie uns angriffen. Sie haben ihn als Geisel genommen und mich seitdem benutzt, um ihre Befehle auszuführen. Ich habe das nur getan, damit mein Bruder weiterlebt, Aiden. Ich wusste nicht, dass Leute sterben würden, als das hier losging. Dann werde ich wohl die Gegend rund um die Teufelsbrücke nach Hinweisen absuchen. Aiden, im Ernst? Das würdest du für mich tun? Ganz sicher nicht. Ich mache das nur, damit niemand mehr wegen dir stirbt. Und ja, scheiße, ich bin viel zu nett. Vielleicht. Ich bin sicher, er lebt noch. Und ja, wir können auch ganz lange über die deutsche Synchro philosophieren. Die ist halt wirklich nicht gut. Also ein paar Sprecher sind wirklich sehr passabel. Dann sind wieder ein paar richtig gut. Dann sind wieder ein paar richtig scheiße. Man hat querbeet wirklich alles drin. Das Schlimme ist einfach auch, dass manche einfach Nebencharaktere eine gute Sprecherbesetzung haben, die du halt nur einmal triffst im Spiel. Und dann hast du die Situation, dass ein Hauptcharakter kommt und der ist halt richtig kacke. Ups, mein Fehler. Ja, wie gesagt, Joke. Es ist teilweise passend, teilweise ist es halt einfach wirklich grenzwertig, wo du so denkst, wo... Hätte ich auch zwischendurch mal eben machen können, so ein bisschen. Scheiße. Das Kind ist während des Sprechens in den Stimmbruch gekommen.
Wisst ihr, was das ist? Das ist nämlich das scheiß Gebäude, wo wir vorhin schon drin waren. Wird jetzt auch gleich genauso sein, wie ich gesagt habe. Da unten kannst du das Ding wegschieben und dahinter ist der Typ. Und deshalb haben wir auch zwischendurch auch gehört, dass hier drin einer drin war, der gesagt hat, bitte lasst mich gehen. Verdammt, doch nicht. Da ist nämlich genau die Sache, die Kisten füllen sich wirklich alle auf. Weil die Kiste habe ich ja schon mal gelootet. Aber das ist das Ding. Okay, Leute, ich muss euch alle töten. Ja, weil man hier hinten durch muss. Das habe ich nicht beim ersten Mal übersehen. Ich vermute.
Ist der Kerl, hinter dem alle her sind! Da. Ich verstehe eigentlich nicht, warum das eigentlich hier so ein großes Problem sein soll mit den Enthauptungen, wenn man bedenkt, dass bei Fallout, sag ich mal, Gegner explodieren. Also der Gewaltgrad in vielen Spielen ist eigentlich noch höher. Damien? Damien? Nee, ich bin Cliff. Wow, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wachen! Moment, halt! Damien schickt mich. Wie bist du entkommen? Entkommen? Ich hab keinen Grund zu entkommen, Mann. Dann bist du gar nicht... Du arbeitest mit denen zusammen, richtig? Ja. Cliff, hör zu. Was ich wissen will, weißt du was über den Mord an Commander Lucas? Der PK-Commander? Was ist mit dem? Haben du oder deine Leute ihn erledigt? Scheiße, nein, wir sind noch nicht lebensmüde. Außerdem haben wir größere Fische an der Angel. Wie dich, beispielsweise. Mich? Was zum Teufel soll das denn heißen? Du und Damien, ihr habt das noch nicht kapiert? Na gut. Ich liebe meinen Bruder, aber er ist ein Trottel. Das war er schon immer. Damien? Damien, hier ist Aiden. Hörst du mich? Verstanden. Hast du Cliff gefunden? Ja, aber... Hey, Kumpel, das war echt eine große Hilfe, dass du uns all die Kids geschickt hast. Hast den Boss richtig glücklich gemacht. Waltz? Ja, ist hier der Boss. Der Boss? Cliff, was? Ich verstehe nicht. Ja, sie haben mich mitgenommen, aber ich habe mich dann schnell dem Team angeschlossen. Musstest du tun, als ob sie mich umbringen, damit du mitspielst und die Befehle befolgst. Du hast... Was? Jetzt hör auf zu flennen. Das war die einzige Möglichkeit, dass du mitspielst. Wie konntest du mir das antun? Und all den Kids, die ich für dich angeschleppt habe... In den Tod! Keine Sorge, Bruder. Alles für das Allgemeinwohl. Wessen Allgemeinwohl? Na, das vom Boss natürlich. Und gerade jetzt hast du den Typen geliefert, den der Boss am meisten wollte. Dafür muss mich aber noch erlegen. Das ist er, Männer. Das ist der Kerl, der das Spielzeug vom Doc geklaut hat. Der Doc wird ganz aus dem Häuschen sein. Ich bin unterwegs. Schnappt ihn euch, los. Hab dich, du bist. Nimm das, du Arsch. Mach den Wichser fertig. Alter! Du gehörst mir! Och, erzähl doch nicht! Ah! So eine Scheiße! Wo stehe ich hier? Ach Gott sei Dank, das speichert vor der Tür. Damien. Geht doch. Jetzt hab ich dich, du Scheiße. Du dummer Hund. Nimm das, Faulfresse! Leg ihn um! Das
versucht das mal. Ach, ich kann doch in die Spitzen reintreten. Das ist ein Albtraum. Kill den Mixer. Und wo kommst du gerade her? Du als Kopf bist du bereit. Ja, ich töte dich sofort, kein Stress. Weil ich den geklaut habe, den Schlüssel, mit dem ich arbeite, also mit dem ich die Kisten öffnen kann. Entschuldigung, ist natürlich wie, man lacht natürlich über Brutalität. Packt ihn! Wer? Es ist keiner mehr da, Cliff. Eins, Pilger. Das wird ein Spaß. Bereust du unsere... Bleib liegen. So. Damien, den Kopf deines Bruders kann ich mitnehmen. Bist du noch da? Bitte komm, Damien. Hörst du mich? In den Igel geschubst. Du sollst mal lieber zum Händler und verkaufen, ja. Ich weiß nicht, ob man Cliffs auch so gut hätte in die Straßensperre hauen können. Hätte man mal versuchen müssen. Weil er eigentlich Bossgegner war. Mit HP und so. Schön, dich zu sehen.
Aber hier siehst du wieder, ich kann nicht alles verkaufen. Und das verstehe ich nicht. Viele der grünen Waffen werden gar nicht angezeigt. Ach so. Ne, die kaufe ich auch nicht, die kann ich selbst herstellen. Dankeschön. Die hatten bis jetzt immer so einen Fleischkühl dabei. Vielleicht ist das der Special von denen. Sich im Turm verschanzt. Was soll das denn? Hat davon schwadroniert, er... Keine Ahnung, hat davon schwadroniert, das sei alles seine Schuld. Es ging ihm richtig dreckig. Er antwortet nicht auf den Funk. Sah nicht aus, als wäre er in Plauderlaune. Wir Gibt waren es schon noch mal einen Weg in den Turm? Da, wo, nicht wir, wirklich. Wo wir jetzt Keinen hin müssen. Gewöhnlichen zumindest. Die, die versucht haben, an der Mauer hochzuklettern, musste man in der Regel dann vom Boden abkratzen. Ich werd's versuchen. Das ist nämlich der Raum, wo wir vorhin schon das Bild gesehen haben draußen. Als wir die Unterhose von oben geholt haben. Wir leben und das ist alles, was zählt. Das finde ich aber echt doof, dass sie den Weg zweimal benutzen für eine Quest. Finde ich übrigens den besten Gag hier. Damon hält sich manchmal so gerne fest an Sachen. Ja, es ist teilweise so, dass wenn du das Gebiet einer anderen Fraktion gibst, du andere Nebenquests bekommst. Das ist ja genau die Sache, weshalb du das Spiel ja nicht zu 100% durchspielen kannst. Bei einem Durchlauf. Okay. Ich bleib stehen. Entspann dich, Damien.
Wir entspannen uns jetzt beide. Was willst du? Reden. Worüber? Über Cliff, deinen Bruder. Was ist mit ihm? Erstens muss ich mich entschuldigen. Wofür? Was ist mit ihm passiert, Aiden? Naja, ich... Es ist nur fair, dass du es erfährst. Dass ich was erfahre? Dass ich schuld bin. Ich habe ihn getötet, nicht du. Oh, du willst also, dass ich springe? Ist das so? Mir Salz in die Wunde streuen? Natürlich hast du ihn getötet! Glaubst du etwa, das ändert irgendwas? Für irgendjemanden? Das könnte es. Vielleicht nimmt es dir etwas von deiner Last. Netter Versuch, Aiden. Aber nein. Nein! Ich habe mir das alles selbst aufgeladen. Mir, diesen armen Opfern, meinem Bruder und sogar dir. Und vielleicht sollte ich einfach damit leben. Das will ich aber nicht. Zumindest nicht sehr lange. Nur für etwa, sagen wir mal, 15 Stockwerke. So viel schaffe ich. Leb wohl. Alter! Nein! Ich muss sagen, in diesem Endzeit-Szenario sterben die Leute wie die Fliegen, aber durchgehend. Aber ich dachte, wenn ich ehrlich zu ihm bin, das hilft. Schwarzes Fell, rennt Bellen hinterher wie ein Welpe, ist aber schon ziemlich alt. Nee, hab hier keinen Hund gesehen. Buddy ist ein Streuner, aber er kommt jeden Tag her und spielt mit mir. Ich würde ihn ja mit nach Hause nehmen, aber mein Onkel erlaubt's nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ich wünschte, ich hätte einen Hund. Die sind ziemlich cool. Cool? Sie haben ja keine Ahnung. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Hunde haben 112 Knochen, mehr als Menschen. Und eine höhere Körpertemperatur. Aber bei Buddy, da ist die Nase immer kalt. Und dass sie nur schwarz-weiß sehen, ist gar nicht wahr. Ich habe zwei Spielbälle. Und Buddy holt immer nur den blauen. Sein Lieblingsball. Tut mir leid, Junge, aber ich hab's eilig. Also gut, hör zu. Wenn ich Buddy sehe, sage ich dir Bescheid. Danke. Ach, und ärgern Sie sich nicht, wenn er vor Ihnen wegrennt. Er spielt mit mir, aber von Fremden hält er sich fern. Ich werde dran denken. Anscheinend werden die... Das war's mit dem Essen. Wir gehen mal in die Richtung, wo auch die Story weitergeht. Ekel.